Zum ersten Mal hat Ingo Just Live-Logging ausprobiert, als er im Urlaub war, als Teil eines Forschungsprojektes. In rund 32.000 Einzelbildern hat er 4 Wochen in Neuseeland fast vollständig aufgezeichnet. In seinem Umfeld sorgte das zunächst für Irritationen. Also zunächst haben sie gefragt, warum ich die Kamera umhänge und gar keine Bilder mache. Dann sage ich so, die werden automatisch gemacht. Und dann waren sie vielleicht einen Moment lang ein bisschen irritiert. Dann habe ich das denen erklärt, habe ich gefragt, ob das ein Problem für die ist. Und dann war das eigentlich gar kein Thema. Ingos Live-Logging-Kamera registriert Lichtveränderungen und schießt je nachdem mal mehr oder weniger Bilder. Denn wenn die Lichtverhältnisse gleich bleiben, dann passiert auch nichts vor der Kamera. So zumindest die Theorie. Abgenommen hat er die Kamera nur in ganz intimen Momenten. Heute kann er sich seinen ganzen Urlaub in Einzelbildern ansehen, kann vor- und zurückspulen, wie in einem Film. Vor allem ja, dass man da nicht gewählt die Bilder macht und sagt, okay, das finde ich jetzt schön, das ist ein schönes Objekt, das ist ein schöner Horizont, das möchte ich aufnehmen, sondern es wird ja automatisch einfach aufgenommen. Und das ist eine ganz andere Art von Erinnerung, die man dadurch erhält eigentlich, oder wenn man die Bilder wieder anschaut. Das eigene Leben mit einer Kamera aufzeichnen. Schon seit den 60ern nehmen Künstler wie Andy Warhol sich selbst auf. Der erste richtige Live-Logger aber war der Computeringenieur Gordon Bell, der 6 Jahre lang sein ganzes Leben in Dokumenten, Fotos und Bildern digital archivierte. Und genau darum geht's beim Live-Logging: Erinnerungen konservieren. Deswegen beschäftigt sich auch der Soziologe Stefan Selke wissenschaftlich damit. Erinnerung ist ein großer Markt. Menschen waren schon immer bereit, für Erinnerungen viel Geld auszugeben, seien es Ölgemälde oder die Fotografie oder eben im digitalen Zeitalter Live-Logging. Die Frage ist eigentlich nur, in welcher Form und zu welchen Übertreibungen es möglicherweise kommt und wo der alltagspraktische Nutzen dann liegt. Es gibt bereits erfolgreiche Versuche mit Demenzkranken, die mit Live-Logging-Bildern ihr Gedächtnis verbessern konnten. Wie aber verliert man bei so vielen Bildern nicht den Überblick? Zum Beispiel durch Tagging, also durch Verschlagworten, meint Live-Logging-Forscher Markus Trals. Denn die Live-Log-Bilder können mit zusätzlichen Informationen verknüpft werden. GPS-Geodaten beispielsweise, Uhrzeit, Wetter oder auch mit Personen, mit denen man unterwegs war. Es geht sogar darüber hinaus, dass man, es wäre denkbar, dass man zum Beispiel schon Emotionen auch loggt. Dadurch müsste man einfach die Gehirnströme von einem Menschen sich anschauen, müsste schauen, was passiert im Kopf, wenn ich glücklich bin, und kann natürlich im Rückschluss auch nachher diese wieder auslesen und kann dann in Verbindung mit Bildern eben sagen, in diesem Moment, als dieses Bild ausgelöst wurde, war ich glücklich. Noch ist Live-Logging ein eher schräges Hobby, das von wenigen praktiziert wird. Aber Kameras werden immer kleiner und billiger. Und die ersten speziellen Live-Logging-Kameras für den Massenmarkt sind bereits in Planung. Der Videokünstler Alan Kwan aus Hongkong hat sich selbst eine gebaut, die er an seine Brille klemmen kann. Auch er will nichts mehr vergessen. Moment. Seitdem ich angefangen habe, mein Leben aufzuzeichnen, kann ich zu jedem Punkt meines Lebens zurückkehren. Ich kann zu dem Moment zurück, als ich das erste Mal meine Freundin geküsst habe oder als ich die Hand meines Vaters gehalten habe. Solche Dinge eben. Seine Freundin und seine Familie haben kein Problem damit. Aber Alan Kwan weiß auch, wie vorsichtig er sein muss. Denn wer sein Leben so lückenlos aufzeichnet, der nimmt unweigerlich andere Menschen auf, weiß Markus Trals. Es ist natürlich auch die Frage, was mache ich mit den Bildern, wenn ich die nur für mich speichere. Also ich mache einfach Fotos, ich logge für mich, lade die abends auf meinen eigenen Rechner, dann ist es natürlich unproblematisch, weil so mache ich es natürlich auch, wenn ich normal Fotos mache. Noch ist Live-Logging im Versuchsstadium. Aber wenn diese automatisierte Lebensarchivierung beliebter wird, werden rechtliche und ethische Fragen auftauchen. Was passiert, wenn ich Menschen beim Live-Loggen fotografiere, die das gar nicht wollen? Und wie gläsern machen sich Live-Logger, wenn sie ihre Bilder über soziale Netzwerke veröffentlichen? Denn Menschen wollen Erinnerungen teilen. So wie man sich früher Fotoalben gezeigt hat, zeigt man sich vielleicht in Zukunft gegenseitig das ganze Leben.